Und nun noch zu diesem Objekt. Viele werden es ja kennen, auch die Frankfurter. Die haben ja leider nicht so eine schöne Schwimmhalle wie in Eisenhüttenstadt. Da gibt es also viele Besucher auch aus Frankfurt. Und wenn die am Montag dann nach Eisenhüttenstadt kamen, um die Schwimmhalle zu besuchen, dann hatten sie leider Pech, denn eine Havarie war der Auslöser, dass das Inselbett am Montag nicht besucht werden konnte. Das Wasser war nicht nur im Schwimmbecken, sondern auch im Bereich der Umkleidekabinen. Aber mittlerweile ab Dienstag kann man also wieder die Schwimmhalle in Eisenhüttenstadt mit allen seinen Bereichen genießen. Also ist wieder geöffnet und so ist das Problem also auch beseitigt. Dann zu guter Letzt noch diese Meldung, und zwar der RBB, also der Rundfunk Berlin-Brandenburg, hat weiter große Probleme. Sie kommen einfach aus den Schlagzeilen nicht mehr heraus. In einer Belegschaftsversammlung wurde mitgeteilt, dass das Einsparziel des RBB jetzt nochmal erhöht wurde, und zwar auf 50 Millionen Euro. Zudem sollen 100 Mitarbeitern gekündigt werden. Und wie es aussieht, wird es da hauptsächlich den freien Mitarbeitern betreffen. Und das ist natürlich eine schlimme Situation. Und man nimmt auch natürlich an, dass, dass es Auswirkungen geben wird auf das Programm. Also, die großen Probleme beim RBB gehen also weiter. Soweit erst einmal diese Hinweise und das waren die Meldungen des Tages.